Hallo, hier kommen wir zu einem neuen Video. Das dreht sich in diesem Fall um das iPhone 13 Pro Max, was ich mir letzte Woche am 17. bestellt habe. Ich würde sagen, weiter geht das nach dem Intro. Ja, am 17.09. um 12.24 Uhr habe ich mein iPhone 13 Pro Max in Graphit mit 512 GB bei der Telekom bestellt, da ich auch meinen Vertrag auch schon verlängern konnte. Ich habe mich für Graphit entschieden. Ich war auch bei dem Blauen, aber ich konnte mir nicht so richtig entscheiden und da habe ich mich für Graphit entschieden. Aber das ist mein persönlicher Eindruck. Ja, dann habe ich meine Bestellprozedur abgefertigt und warte jetzt auf mein iPhone 13 Pro Max mit diesmal 512 GB. Es soll, wenn das klappt, noch diese Woche am 24. oder am 25. da sein. Zu Anfang hieß es erst am 27.09., jetzt soll es schon Ende der Woche da sein. Ich würde mich persönlich riesig freuen, wenn das so wäre. Hier seht ihr noch so ein paar Features, was das iPhone 13 hat. Unter anderem auch den A15 Bionic Prozessor. 5G soll besser sein als beim, minimal besser als beim iPhone 12. Ich werde es mir ansehen. Ich warte und warte. Ich glaube, die Mehrheit wartet darauf. Im Video werdet ihr auch gleich noch sehen, meine Bestellbestätigung oder mein Auftrag haben da klar einige Daten gelöscht bzw. unkenntlich gemacht. Welches habt ihr denn bestellt? Oder habt ihr lieber nur das iPhone 13 Mini oder das normale iPhone 13 bestellt? Was ja nicht schlechter ist in einigen Punkten. Oder für welche Farbe habt ihr euch entschieden und über welche Größe habt ihr euch entschieden? Nur 128 GB, 256 oder habt ihr sogar bei der 1 TB Version zugeschlagen? Schreibt mir das doch bitte mal unten in die Kommentare rein, was ihr euch bestellt habt. Ich würde mich darüber freuen. Und was haltet ihr davon? Und wie sieht das bei euch aus in der Bestellung? Und na klar, auch hier im Lieferumfang nur das Kabel. Keine Ohrstöpsel mehr, kein Ladegerät. Bei so einem recht teuren Gerät finde ich das schade. Das kann ich auch nicht damit gutheißen, der Umwelt zuliebe. Der Umwelt zuliebe, denn hätte ich auch ein USB Type-C am iPhone dran. Das ist mein persönlicher Eindruck. Gut, das ist sicherlich Meckern auf hohem Niveau. Und ich warte, sobald es da ist, werde ich euch darüber informieren und ein Video darüber machen. Und das soll es ja auch gewesen sein und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Und dann, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch, wenn es euch nicht gefallen hat, zwei Daumen hoch und abonniert doch meinen Kanal weiterhin. Teilt mich und schreibt mich an. Bis dann, euer River Dave. Ciao, ciao. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen hoch. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, zwei Daumen hoch. Abonniert doch meinen Kanal, damit ihr in Zukunft keine weiteren Videos verpasst. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Euer River Dave.